Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Going Medieval, wo wir gerade unseren Grundstein legen für unser Massenwohnheim, damit das hier mal wegfällt. Und im Anschluss daran werden wir gucken, dass wir hier... Warte, machen wir das da hinten? Ich weiß gar nicht. Müssen wir überlegen, wo ich es mache. Hier wären vielleicht die Felder etwas klüger gewesen. Aber was soll's, was soll's. Jetzt werden wir erstmal gucken, dass da hinten diese ganz dumme Rampe da hinten auch verschwindet. Nicht möglich. Ich meine, irgendwas muss ich doch machen können, damit die hier nicht hochgehen können. Weil das ist schon ein bisschen arg bis ganz doof sogar, dass die quasi meine Mauer umgehen können auf die Art und Weise. Müssen wir eher sagen, macht den Block hier weg. Das müsste vielleicht sogar schon ausreichend sein. Für uns zum Rennen, ja, Hallöchen! Das Doppelduo Frauenpower, bei welches sich hier quasi darum kümmert, dass die Büschlein auch hier herankommen. Das macht ja sonst eigentlich Gärtner und Bergbau. Ihr seid alle gerade recht gut beschäftigt mit allem, oder ihr? Ja, der Rücken, der ist schon so weit in Ordnung, das passt schon. Hier haben wir auch Kohlköpfe, sind reif zur Ernte. Haben wir jemanden für Erntearbeiten eigentlich da? Der wirklich hauptsächlich Ernte macht. Anpflanzen und Ernten. 1-1. Ja, was? Wir haben doch 2. Und Florenz. Ja, warum nicht? Das hatte beide mit dabei. Das Anpflanzen dauert am Anfang immer etwas länger. Ein bisschen leiden unter Kälte. Oh, das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht gut. Da müssen wir schon mal ein bisschen vorsorgen, indem wir sagen, ein Scheiterhaufen natürlich. Mitten in der Stadt einen Scheiterhaufen aufbauen? Nein, natürlich nicht. Auch keine Krebe oder sowas. Ich bräuchte sowas hier. Damit es denen auch warm wird. Ein bisschen dem hier. Ein bisschen dem dort. Jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die ist auf jeden Fall on the way. Kalksteine. Bitte immer 40 Stück davon machen. Ich glaube, da kümmert sich keiner drum, oder? Anfertigen. Ja, man kann, der es wirklich macht. William macht es mal auf 1 und hier auch auf 1. Zusammen mit Behandeln und Bergbau. Ja, das ist dann klar. Dass da quasi gerade nicht so viel vorangeht. Leidet unter Kälte. Wurde jemand anderem bereits zugewiesen, okay. Dann bitteschön, mach mal hin. Wir haben da drin gerade nur 6 Grad, das ist ein bisschen wenig. Das gebe ich auch zu, das ist echt ein bisschen wenig. Na komm, na komm, na komm. 15 Grad, oh, wäre besser. Wesentlich besser da drin. Okay, 15 Grad ist in Ordnung. Der Rest ist egal. Ja, das war jetzt vielleicht umsonst so ein bisschen, aber was soll's. Wir haben das Licht. Florenz ist 43 geworden. Ja, Florenz. Gratulation dazu. Gratulation dazu, so. Ich möchte wirklich, dass alles genommen werden kann. Alles darf genommen werden. Es muss nur Rüss. So viel zu dem Thema. Einmal drumherum gelatscht. Ja, wir haben immer noch ein paar unschöne Rampen, die noch weg müssen. Sobald das Loch hier da ist, würde ich mal behaupten, geht das dann auch besser. Kohle? Kohle klingt nicht schlecht, aber nein. Aber nein.
So, eine Lehmbrücke noch nach unten machen, damit sie das Zeug rausholen können. Sonst noch irgendwas gerade. Bären etc. pp. Ist am Abbauen oder Machen. Maximaler Ertrag in 13 Stunden. Im Herbst ist es natürlich ein bisschen schwach mit dem Wachsen. Maximaler Ertrag in 8 Tagen. Yep, das könnte noch dauern. Das könnte noch eine ganze Weile dauern, du. Aber das Ding wird hier zu betoniert dann. Dies wird noch, wird noch was Schönes werden. So, Brauerei. Yep. Dankeschön. Das habe ich gebraucht. Brauerei direkt hier drüben stellen. Weil ich glaube, ihr wollt dringend was an Alkohol haben. Ich habe gehört, ihr Leute liebt es, in Alkohol zu baden. Dafür kann ich sorgen. Wahrscheinlich ist es nicht diesen Winter vollends, aber mit dem bisschen, was wir noch haben, sollte man das schon noch hinbekommen irgendwie. Gibt es hier noch irgendwie Büsche oder sowas zum Abernten? Nope, da gibt es nichts mehr. Frühling und Sommer. Ah, hier. Hier haben wir noch was. Nehmen, mitnehmen, mitnehmen. Darf alles unten eingelagert werden. Und das hier vergammelt einfach nur draußen, so wie es ausschaut. Weg damit. Brauchen wir nicht. Alles, was jetzt noch draußen rumliegt, ist ungesund für uns. Richtig ungesund sogar. Leiden unter Kälte. Yep, ich weiß, ich weiß. Das ist mir leider alles schmerzhaft bewusst. Aber nur keine Sorge, es kommt nach und nach. Ach so, was? Das ist sich das Ding auch? Nein, Materialien setzen sich nicht. Holz schon. Okay. Ja, ich glaube, wir haben da drin genug Platz. Wir haben ziemlich viel Platz da drin. Ist halt alle am Buddeln. Einige sind am Transportieren. Yep. Bei Nahrungsmitteltransport wäre eigentlich wichtiger an der Stelle. Das wäre wirklich wichtig. So, dann möchte ich bitte, dass ihr groben Wein. Gerste haben wir nicht. Gerade auch nicht hier. So, insoweit möglich natürlich immer 50 Mal Bier herstellt. Produktivität nur bei 50%, weil nichts eingekastelt ist. Ja, damit müssen wir auch nur zurechtkommen. So, und dann möchte ich bitte, dass der Kalkboden hier schon mal reingesetzt wird. Jeder Kalk, jeder Lehm, den wir schon mal verprassen, ist ein Lehm, der nicht mehr hier liegt und auch nicht mehr da draußen liegt. Ja, das sollte nämlich eigentlich passen. Mit Betonung auf eigentlich. 22 Stunden kann das abgeerntet werden. Dann haben wir auch wieder jede Menge Essensmaterial übrig. Dort hinten brauchen wir jetzt gerade nichts mehr ansehen. Nein, das kann man auch vergessen. Dies können wir auch für den Moment vergessen. Genießt eine Unterhaltung. Ist am Beten? Ah ja, herrlich. Mal ein bisschen was von allem. Und wenn das Essen jetzt quasi noch wegtransportiert werden würde, wäre es natürlich am perfektesten, aber ja gut. Man kann nicht immer alles haben. Wundversorgung, ein geprellter Arm. Ach Gott, ernsthaft. Ein bisschen geprellt, also das sollten sie aushalten. Und da würde ich sagen, das schaffen sie auch, ohne größere Probleme. Viele Nachrichten halte ich gerade, Heide Witzka. Ich weiß gerade, was hier los ist. Okay, was können wir noch machen? Forschen? Ja, Schmelzen, Holzwaffen. Knüppelforschung. Okay. Haltbarmachung. Das wäre noch was. Räucherfleisch. Schneiderei wäre natürlich noch was. Winterkleidung. Ich glaube, Schneiderei ist das nächste, was wir machen. Ich glaube, ihr habt keine Winterkleidung. Ich bin mir jetzt gerade so ein bisschen unsicher. Ja, sonst geht es nämlich euch beide aus.
Sonst geht's euch nämlich aus. Das wäre nämlich ganz, ganz unschön. So, aber Lehm schaut schon mal gut aus. Lehm isoliert. Lehm ist zauberhaft. Jetzt muss das rechte Zeug noch wegtragen. Ich meine, man kann hier noch was hinstellen. Da hätte ich noch ein Gip. Ah, stimmt. Da kommen noch Felder hin. Da kommt auch noch überall Felder hin. Hier wird zugemacht und das hier ist eigentlich alles Lehm. Ja, gut, das ist was, was wir jetzt nicht ganz so arg brauchen, aber was soll's, was soll's. Wir könnten noch ein paar zur Jagd schicken, stelle ich gerade fest. Wo sind denn die guten Tiere? Wo seid ihr denn? Schön, könnte ich hier gerade welche rumrennen sehen. Jetzt wollen sie sich natürlich nicht mehr zeigen. Sind sie sich zu fein oder wie? Hm? Sind sie sich zu fein? Ah, hier. Da haben wir jemanden, da haben wir was. Alles abschlachten in der Region, alles abschlachten, das passt schon. Dann sollte man mir jetzt genug Fleisch übrig haben. Und das war's. Da haben sie es mitgenommen. Nee, ich glaube, sie waren nicht so klug. Nope, sie haben nichts mit Essen mitgenommen. Schade. Na gut, aber sobald sie hier fertig sind, sollten wir auch ein bisschen eher vorankommen. Ich denke gerade, wenn hier eine Mauer ist und hier noch eine Mauer ist, müssten wir eigentlich sagen, wir brauchen noch mal eine Reihe. Zumindest in der Richtung. Ja, das passt dann schon. 1, 2, 3, kleine Abteilungen machen, Betten reinmachen. Im Notfall machen wir noch einen zweiten Stock oben drauf. Das sollte schon gut sein. Hm. Kann ich denn... Der hat noch ein paar Trefferpunkte. Können wir denn jemanden herschicken? Dich hier. Nur mit Fernkampfwaffe, okay. Im Notfall fliehen. Im Notfall einfach fliehen. Und die nächste wird schon mitgenommen. Okay, ich sollte keine Wölfe attackieren. Das ist nicht gesund, stelle ich fest. Das ist definitiv nicht gesund für uns. Kritischer Zustand, ja, dann hoffe ich mal, dass sie auch gut versorgt wird. William? Nein, du wirst sie erstmal wund versorgen. Danach darfst du gerne was trinken. Ja, wenn die gute Frau mir jetzt ausblutet, das wäre nämlich ganz unschön. Ganz, ganz unschön sogar. Okay. Ja, sie blutet schon mal nicht mehr. Und ist nur noch bewusstlos. Mit Betonung auf nur noch bewusstlos. Das lief jetzt echt nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut sogar. Forschung verfügbar. Wunderbar. Nahrung. Nein, ich glaube Schneiderei war das, was wir eher brauchen. Wie gesagt, alles draußen zu platzieren und nicht gerade das Beste von der Welt, aber was soll's. Wir müssen gerade mit dem zurechtkommen, was wir haben. Bis der Raum hier quasi erweitert und angepasst werden kann für die Bedürfnisse, die wir haben. Dann können wir nämlich den hier abreißen. Wenn die hier Wohnung hier und alles haben, reißen wir das hier ab. Machen wir alles andere auch hier mit Stein und Holz nach oben. Sieht natürlich dann alles ein bisschen gleich aus, aber ich finde, das passt schon so. Ach, zum Glück die Leichen verrotten. Baumaterial. Okay. Ich wüsste nicht für was, aber okay, Baumaterial. Was haben wir denn sonst noch alles gerade da? Ein bisschen Grillfleisch, okay. Anfertigung haben wir auch überall was. Ja, hier und dort noch eine für Transport, wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja froh, dass wir irgendwas haben. So, dann möchte ich bitte immer jeweils
Ne, brauchen bis 10, das passt schon. Sommerkleidung bis 10. Die Kappe und ein Strohhut können wir auch noch machen. Bis 10. Und auch bis 10. Das brauchen wir nicht. Da ist 1, 2, 3 und 4. Wunderbar. Sitz passt und hat Luft. Das gleich, haben wir eine Schneiderin eigentlich da? Ja, wir haben jemanden, der schneidern mag. Okay, passt. Das ist schon mal gut zu sehen. Und hier haben wir Steinboden, das heißt, da kommt noch ein Gebäude hin. Ja, und hier kommt dann der Rest vom Schützenfest hin. Ein Wolf. Nein. Karnickel, ja. Abernten, ja. Das auch, das auch, das auch. Das Karnickel darf auch gejagt werden. Ansonsten aber haltet euch ein bisschen zurück mit Betonung auf ein bisschen. Nicht viel, sondern nur ein bisschen. Da haben wir noch einen Wolf. Ah, guck mal hier. Könnt ihr auch noch alle jagen, wenn ihr wollt. Hauptsache, der Rest wird in Ruhe gelassen. Bergbau und Graben, okay. Wenn ihr das soweit habt, könnt ihr eigentlich sowohl transportieren als auch. Das hier noch hinmachen von nebenbei. Beschafft Rohstoffe. Yep, weil das Fleisch auf dem Boden muss nicht sein. Gib ich so, das Fleisch muss echt jetzt nicht auf dem Boden umflaggen. Ja, hier macht mich echt fertig. Hier macht mich echt fertig. Seh, was machst du denn hier hinten? Ah, schon verstanden. Die haben sich darum noch gekümmert. Das ist nicht verkehrt. Ganz und gar nicht verkehrt. Rennt weg. Ja gut, lass sie mal wegrennen. Lass sie wegrennen. Ein bisschen transportieren noch. Transportiert Ressourcen. Sonst noch irgendwas. Aha. Die ersten Zinsen sind ja auch bereits da. Das gefällt mir richtig sehr sogar. Warum geringe Stabilität? Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Ach, die sehen da unten. Okay. Da kann natürlich sich auch keiner hinstellen. Ich glaube, das wird niemanden glücklich machen, so wie ich das gerade hingebaut habe. Wenn ich da noch einen Boden hinmache einfach. Wäre das noch eine Option? Gucken wir noch mal. Gucken wir doch mal, was passiert, sobald natürlich. Das war klar, kein Transport ist falsch weg. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, bitte bringt das nach unten. Das wäre nämlich echt wunderbar. So viel haben wir nämlich nicht da unten, gerade da. Okay, 26 geworden. Gratulation. Gratulation dazu. Ja, weil jetzt hebt es nämlich unendlich da unten. Passt. Sitz passt und hat Luft. Wir haben nicht so viel. Nein, weil wir nicht so viel gemacht haben. Dann lassen wir es jetzt mal. Wir lassen sie gerade nichts weitermachen. Und warten ab, bis sie quasi den Rest überall geholt haben und gejagt haben und weißt du geil, was alles gemacht haben. Doch wir verhungern. Sollten eigentlich nicht verhungern. Die sollten nicht verhungern eigentlich. Gerade sagen, mach doch mal Essen hier. Haben wir sonst noch jemanden? Wir haben ja zwei Jäger. Vielleicht bräuchten wir noch einen dritten. Nachdem, ja, Problem ist einfach, ich habe zu spät angefangen mit dem Abbau. Genau, ihr hier auch noch alle. Ihr hier. Nein. Wolf nicht, das war ja gefährlich, hatten wir ja schon. Die Sache mit dem Wolf hatten wir schon.
Transportiert das mal bitte. Das Rehchen muss noch weg. Das muss noch weg, sowas von. Alles andere auch. Wenn ich noch 2 Tage, also diesen und den nächsten Tag, um alles zu machen. Sind untätig. Warum seid ihr untätig? Was ist da los? Eine neue Kälte, okay, das kann ich wiederum verstehen. Ernsthaft? Wie hast du das denn geschafft? Erklär mir das mal bitte. Wie hast du das denn bitte geschafft? Ach, die Frau macht mich echt fertig. Die macht mich mehr als fertig. Oh. Guck mal, Kaninchen. Kaninchen jagen, wunderbar. Immer schön her mit Kaninchen. Ja, das könnte es ein bisschen dauern, bis dieses Kaninchen noch vorhin eingesammelt hat. Ich glaube, sonst wird hier nichts mehr kommen, oder? Nein. Liam, kannst du mal was machen und das hier bitte mitnehmen? Das wäre echt super. Irgendwas hier noch zum Abernten? Nein. Es ist halt Herbst. Damit muss man rechnen, dass es hier nichts mehr zum Abernten gibt. Ja, Florenz, danke schön. Mit. Ach, das ist noch so viel, dass er. Okay, schon verstanden. Schon verstanden, dass er noch so viel nach Hause bringen kann. Okay, passt. Die Tränke werden gemacht, Essen wird auch gemacht. Bis zum Umfallen. Okay. Fleisch geht auch soweit recht gut weg. Transportiert wird auch. Das heißt, jeder, der nichts werkelt, ist gerade am Nahrungsmittel transportieren. Achso, es war bloß ein Baum. Das war bloß ein Baum. Ein paar Häschen da drüben noch. Wo die Wölfe wahrscheinlich verhungern werden, wenn wir mit dem alles fertig sind, aber es geht ja auch um uns momentan. Es geht ja momentan auch um uns. So, ein paar Kräuterchen hier. Hier, da nichts mehr, da auch nichts mehr. Ich versuche halt jedes kleine bisschen noch zu bekommen. Jedes bisschen. Wie bewusstlos. Warum ist Florenz bewusstlos? Was fehlt ihm denn? Er hatte Schmerzen. Ach, Unterkühlung. Ah, okay. Ja, okay. Das heißt, wir müssen vielleicht nochmal eine weitere Feuerstelle machen. Wenn es denen hier so kalt wird da drinnen. Lehm. Wir haben 1800, die machen aber alle genau das gleiche, stelle ich gerade fest. Die machen alles gleiche, so. Am nächsten Morgen wird hier was hingepflanzt, das passt schon. Zumindest schlafen sie gut, besser als mal gar nichts. Was macht die Gutste auch? Ganz ehrlich, was macht die Gutste überhaupt? Außer kaputt sein. Also leg dich mal hin, schlaf ein bisschen. Das wird nicht lange gut ausgehen wahrscheinlich mit dir, wenn es so weitergeht. Etwas hungrig. Immer schön weiterschlafen, immer schön weiterschlafen. Gut ausgeruht, okay. Das ist doch auch schon mal eine schöne Sache, wenn sie gut ausgeruht sind. Geforscht haben wir jetzt auch schon jede Menge. Das heißt, wir kriegen Möbel dazu. Yep. Haltbarkeit machen wäre vielleicht noch schöner gewesen für den Moment, aber was soll's. 10 Grad da drin und danach 11 Grad, damit Tages und 20 Grad. Ja, herrlich. Das reicht. Florenz natürlich, ruh dich aus. Alles gut, alles gut. So, im Moment bin ich ja dann auch wieder nicht. Außer hier im Regen arbeiten. Das ist natürlich das Schlimmste überhaupt.
Das ist echt nicht mehr feierlich. Genesen, schneidern, schneidern, schneidern. Stühle, Dankeschön, war im Wand bauen. Zack, zack. Und dann hier rumbauen, zack. Weil wir noch jede Menge Leben haben und ich nicht alles einkasteln möchte, insoweit möglich. Und zack, hier auch noch hinterher. So. Verbraucht den ganzen Leben für die Boder. Braucht die perfekteste Isolierung, wie man sich noch vorstellen kann. Leiden unter Kälte. Was hast du für eine Ausrüstung? Kann ich das mal kurz sehen? Beziehungsweise Verwaltung. Kleidung. Winter, 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 Winter. So, ich möchte bitte, dass ihr Winterrüstung alle tragt. Die sollte ja quasi fertig werden. Wer erschöpft ist, darf auch liebend gerne quasi jetzt schon schlafen gehen. Sage ich euch nicht dazu. Hungrig. 41 Essensvorräte gibt es eigentlich momentan, oder? Essensvorräte sollte es geben. Yep, es sind essbare Nahrungszeit, 40, 50 frische. Yep, wir haben Essen. Wir haben Essen. Wir haben nur noch nicht dafür gesorgt, dass quasi hier auch noch alles rund läuft. Schneidern, ja, Jagenbaum ist nicht mehr. Das hat sich quasi erledigt für heute. Hündnisse Mörder, bitte was? Sie erscheinen schweigend, die Augen hohl, die Haare wild. Die Leute von ergriffen zu den Waffen. Warum? Weil ein paar Banditen kommen. Ernsthaft Überfall. Von wo genau? Gut, was soll's. Okay, warum holst du dir nicht meine Winterklamotte? Das wäre auch bestimmt gar nicht mal so verkehrt. Wolle ist solide, hol dir das mal. Bewusst, oh, ernsthaft bewusstlos. Okay, könntest du mal jemand kurz tragen, transportiert zum Lager, personal bewusstlos und Haltung genießend. Das ist zwar gut, aber trag mal die bitte ins Bett rein. Und der Angriff kommt. Na, danke auch fürs Gespräch. Wo wollen die überhaupt überall hin? Die kommen alle von da unten her. Okay, das heißt so viel wie. Können wir jemanden da hochstellen? Nein, aber hier können wir jemanden hinstellen. Okay. Verwaltung. Bewusstlos. Zack, 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 zack. Ja, alle, die hier seid. Bitte noch dorthin. Du auch. Bitte noch dorthin. Mal schon mal ein paar Bogenschützen haben. Denen wirst du oben recht gut gehen. Bitte beeilt euch. Rundheilung machen, beziehungsweise weißt du was, komm, was soll's, William, komm mit, du kannst dich später um die Verwundung kümmern, du musst jetzt auch hier mithelfen. So, wenn sie eingezogen sind, dann möchte ich bitte, dass sie hier schießt. Wo ist die andere? Die ist da drüben. Die braucht noch ein bisschen. Wunderbar. Nummer 1 schon mal. Ihr bitte auch mitkommen. Direkt mit angreifen. Alle mit angreifen.
Das passt soweit schon. William, komm nach vorne, ab nach vorne. Ich sollte, nehmen den Axtkämpfer. Du nimmst den da hier. Der Karl scheint nämlich echt böse drauf zu sein. Und dann schnetzelt ihr euch mal ein bisschen durch die Gegend, würde ich mal behaupten. Ich sollte zurückziehen. Ich soll... Okay, oder so. Oder so. Karl, schon mal weg. Das könnte jetzt ein bisschen arg böse für uns ausgehen. Komm schon, noch ein bisschen mehr drauf schießen. Wir brauchen dringend mehr Fallen. Das nächste Mal. Der Waldi ist tot. Ziehe ich zurück. Der Rest. Komm schon. Wenn 22 Grad. Genau, Point Blank ins Gesicht schießen. Wir haben gesiegt. Oje. Okay, was soll's. Zack. Ihr seid alle hinüber. Rennt zurück. Wir müssen nicht wegkriegen. Einfach nur zurücklaufen. Flieht, ihr Narren, flieht. Auf dass ihr nachher ein besseres Leben habt. Okay, sie sind verärgert. Das glaube ich sofort. Die werden nämlich gerade zu Mehrnachtsruhe gestört. Okay, das heißt, sie werden sich jetzt alle ausruhen. Und in der nächsten Folge werden wir dann hoffentlich in der Lage sein, das Gebäude hier auf die Beine zu stellen. Das ist wie es mir. Bis dahin hoffe ich, hat viel Spaß beim Zuschauen. Es würde mich freuen, wenn ihr da mit dabei sein könntet. Macht's gut und wie immer. Tschüss.